So Leute, ich bin's mal wieder, der Flastwie, zurück bei Outlast und ich habe keine Ahnung, wo ich zuletzt stehen geblieben bin. Aber hier steht Follow the Blood, also werden wir das tun, aber vorher nehmen wir zwei Batterien mit. Ach, ich erinnere mich, wir müssten zum Priester irgendwie hoch. Und ja, es ist mittlerweile 11 Uhr morgens. ja, ich muss ausnahmsweise mal morgens aufnehmen, ich eigentlich. Meistens nachmittags auf oder so, manchmal auch abends, je nachdem, wie ich Bock habe. Aber ich habe mich mal entschieden, morgens aufzunehmen, weil darum. Nein, weil ich heute extrem viel vorproduzieren muss. Deswegen nehme ich einfach mal morgens auf. Und, ach so. Und M, ach so. Aha. Logik. Na, da unten kommt doch gleich einer, oder? Ist da unten jemand? Ich dachte, da unten wäre jemand. Schade, da unten ist niemand. Schaffen wir es? Ja, wir schaffen es. Geil. Ah, sehr schön. Es hat gespeichert. Wow. Sehr schön. Was sind wir denn jetzt? Wo ist er bitte? Wer hat denn damit gerechnet jetzt, dass wir bitte schon einbrechen? Hey, was sollte das denn für eine Aktion? Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und wir haben wieder die Musik, die wir damals mal ganz zu Anfang hatten. Falls sich noch wer dran erinnert. Ich sehe schon, wo wir hin müssen, aber ich will mich erstmal noch kurz hier umschauen. Vielleicht haben wir hier noch Batterien oder irgendwas Interessantes. Aber ich glaube eher. Nee. Doch, da ist eine Batterie. Schick. Seit wann sammle ich eigentlich Batterien, ich Idiot? Ich sammle auch sonst nie Batterien. War mir auch sonst immer scheißegal, ob ich hier irgendwann mit im Dunkeln rumlaufe. So, noch ein hoch, ne? Komm mal da hoch. Ja, komm mal. Sehr schön. Schön. Wo sind wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Oder wo wir hin müssen. Ich weiß nur, dort steht wieder ein Rollstuhl. Und hier ist eine Tür. Interessant. Und hier kommen wir aufs Klo. Oh ja, da muss ich jetzt unbedingt mal. Hier Bloody Mary. Bloody Mary hatten wir schon 10.000 Mal. Also ist der nicht mehr witzig. Und was. Was haben wir denn hier in den anderen Klos? Ein bisschen Klopapier mitnehmen, falls wir uns in die Hose machen sollten. Hier ist gar keine Hand aus der Toilette. Leider können wir hier nicht irgendwie uns untersuchen lassen. Keine ärztliche Behandlung können wir uns hier holen. Leider, leider. Sehr schade eigentlich. Ach, dort ist eine Tür. Ich sehe schon. Und da wäre ich fast wieder reingefallen. Mann, Mann, Mann. Kann man mir doch nicht antun. Und ja, scheinbar geht's hier weiter. Ich will gar nicht. Nee. Gucken, was uns gleich begegnet. Oder wer uns gleich begegnet. Oder ob uns was begegnet. Erstmal begegnet uns ein Dokument. Lesen wir auch mal nach. Auszug aus dem Tag von Shirley Pierce. Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie, pardon, unter Bewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass die Ärzte nur gut mit mir meinen und mir, ich kann heute nicht lesen, mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Nein, ich kann heute nicht sprechen. Na, die wünschen wir dir doch auch. Es ist morgens, beziehungsweise Vormittag. Ich kann doch nur nicht sprechen.
Das entwickelt sich erst so im späten Nachmittag, dass ich sprechen kann. Mann, 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 Mann. Wo kommen wir denn hier lang? Wo führt es uns denn hier hin? Lie! No way! Wir lügen nicht, wir machen einfach. Was ich schon wieder erzähle hier für einen Stuss? Ich will da glaube ich noch gar nicht. Manu, wo gehe ich denn hin? Komm, fangen wir im Pfeil da. Ich kann noch nicht ewig um den heißen Brei drum latschen. Auf den heißen Brei drum latschen. Ha! Ha, ha, ha. Ha. Ach nö. Nee. Warum? Darum. Nackte Männer, Hilfe! Ich will nicht von nackten Männern angegriffen werden. Komm, komm, komm. Komm, lad auf die Scheiße. Ach du Kacke, nackte Männer auch noch. Warum? Sippe da! Auf der anderen Seite kommen wir bestimmt vielleicht andere Spacken. Die brauchen nur einen Schlag? Ernsthaft? Die braucht nur einen Schlag? Scheiße. Hey. Brauchen die wirklich nur einen Schlag oder aber. Nicht nach unten schauen, nicht nach unten schauen, nicht auf die Nüsse der Typen gucken. Wir möchten da unten nichts sehen von euch. Oh, wir haben es durchgeschafft. Ich Idiot! Ich Idiot! Warum leckt das Spiel gerade so ein bisschen? Oder kommt mir das nur so vor? Nee, es kam mir nicht so vor, okay. Okay. Aber wo muss ich jetzt lang? Aber jetzt bin ich runtergefallen. Was soll denn das? Was machst du denn für Sachen, Flasti? Mann, Mann, Mann. Dadurch? Nee, dadurch geht's nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hoch? Kommt man da ran? Oder da? Nee. Da kommt man nicht ran. Na, ganz toll. Na, Jens, große Klasse. Komm ich denn jetzt wieder hoch? Verdammt. Ich Idiot. Jetzt fall ich auch runter. Vielleicht. Ganz vielleicht. Ja, hier so. Ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass man da rankommen könnte. Nee. Vergiss es. Aber jetzt sehe ich was, wo man möglicherweise was machen könnte. Aha. Oh, ich Idiot. Ja, okay. Hochgesprungen. Vorsichtshalber mal aufladen. Brauchen wir gerade die Cam hier? Ne, hier brauchen wir die gar nicht. Hier ist es hell genug. Ja, sehr schön. Wunderbärchen. Ich hole trotzdem mal die Cam raus, weil hier sehe ich nicht ganz so viel. Ach nee. Aber da. Warum? Warum? Was passiert denn jetzt? BTH. Was war das denn jetzt? Ach du Scheiße. Jetzt. Kacke. Ach du Kacke. Ernsthaft? Ja, toll.
Wir können nicht weiter. Ach du Kacke, jetzt verliert man auch noch den Camcorder, eine ganz große Klasse. Na ganz toll. Wie kommt man da jetzt? Ich will da nicht runterfallen. Aber ich muss scheinbar. Toll. Hier sieht man zum Glück gar nichts. Na gut, doch, hier sieht man ein bisschen was. Hier wird mich doch irgendwas anspringen. Ich garantiere es euch. Also wenn mich nichts anspringt, dann fresse ich ein Wesen. BZB, wenn nicht irgendwer oder irgendwas noch hier reinkommt. Da kommt garantiert irgendwer irgendwann irgendwo rein, in der Zeit, wo ich meinen Camcorder nicht habe. Ach, Kacke, ey. Warum? Toll, hier sehe ich nichts. Da will ich nicht hin, wo ich nichts sehe. Ganz große Klasse. Dieser Moment, wo man einfach mal gar nichts sieht. Und sich so denkt, scheiße, was machst du hier? Nee. Smith hilft mir. Ich muss ja irgendwie tiefer kommen, ne? Mein Camcorder ist ja irgendwie in den Keller jetzt hier rutscht. Warte mal. Ich habe so eine Ahnung, dass wir uns doch ein bisschen in die Dunkelheit begeben müssen, leider. Ja. Wer duscht denn da? Ach, das Blut. Blutdusche. Aha. Ach du Scheiße. Warum? Ich habe jetzt ohne Camcorder wiederum etwas mehr Schiss als sonst. Da hinten ist jemand gewesen. Ich drehe um. Und da komme ich nicht lang. Na toll. Weil es mir da einfach zu dunkel ist. Smith. Komm, mach mal einen Blitz. Na gut, mach keinen Blitz. Ist auch egal. Camcorder. Ist das mein Camcorder? Nein, das ist nicht mein Camcorder. Hier sind wieder ganz viele böse Menschen. Huch, was guckst du denn so? Guck doch nicht so scheiße. Boah. So ein Arschloch. So ein blödes, dreckiges Arschloch da hinten. Und wo ist der Pantomime hier? Ach, da am Fenster. Hi. Wo kam ich jetzt her? Hier kam ich nicht her. Okay, dann muss ich hier hin. Ich würde gerne meinen Camcorder finden, noch in diesem Part. Ich sehe wieder mal gar nichts. Oh, mein Camcorder. Lass mich an den Camcorder ran. Nimm doch den Scheiß. Idiot. Ach so. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das reicht für den Part. Ich wurde einmal erschrocken. Das reichen fürs Erste. Ich hoffe, der Part ist super da.
Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schisikowski, euer Flass TV.